So ein Schweinestall habt ihr noch nicht gesehen. So, ich bin zurück. Es gibt mal wieder ein Video aus der Werkstatt. Habt ihr schon lange nicht mehr gehabt. Beziehungsweise es geht rund um das Thema Werkstatt einrichten. Wie und was ich vorhabe hier. Ich möchte euch so ein bisschen mitnehmen. Diejenigen, die auf uns, auf TikTok ist es neu, ja. Auf TikTok und auf Instagram folgen, haben wahrscheinlich schon was gesehen. Vor allem Instagram. Und ja, hier sieht es ziemlich wüst aus. Ich hoffe, ich bekomme von dir das ein oder andere Kommentar und vielleicht hast du dir eine oder andere Idee. Ansonsten wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Video. Und was ganz, ganz Wichtiges noch kurz, also zwischen Weihnachten und Neujahr, wird es ein besonderes Video geben mit ganz, ganz vielen Gewinnen. Also, und dieses Mal ist es ja, ihr kennt es ja, ne? Ihr macht irgendwo mit, da müsst ihr kommentieren oder dies und das machen. Deswegen, es wird was ganz, ganz anderes sein. Deswegen Obacht, gut aufpassen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Dieses Video wird euch präsentiert von JP1880, Herrenmode ab der Größe L. Und mit dem Rabattcode MrHandwerk20 bekommst du nochmal 20% auf deiner nächsten Bestellung. Übrigens gibt es jetzt auch eine App von JP1880, die kannst du dir in deinen Store runterladen und bekommst bei der Anmeldung nochmal einen Rabatt. Sowie auch neue Inspiration für dich. Und mit dem Mr. Handwerk Code MrHandwerk20 bekommst du, wie gesagt, nochmal 20% Rabatt. Schau mal vorbei. Und jetzt viel Spaß beim Video. Und damit das Ganze so angenehm wie möglich ist, nehme ich euch jetzt mit auf mein Schwebestativ. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit, ja, was ist das hier? Ein dunkles Loch. Für diejenigen, die es wissen, pausiert. Ihr wisst, was das ist. So, das ist natürlich der, ich sag's jetzt mal, Streaming-Raum, ne? So, hier ist ein bisschen was geschehen. Und zwar habe ich rechts weiter Studio-Line angebracht. Einmal komplett herum. Und wir haben eine Couch bekommen. Und ein Tisch-Aquarium. Darüber gibt's auch ein Video. Ansonsten hat sich hier echt wenig getan über diese Wand. Und auch wie ich diese LED-Stripes vom Powermann-Licht eingelassen habe, wird es ein Video geben, auch dieses Jahr noch. Und zur Küche, zur Fertigstellung, kompletten zum Aufbau und so weiter und so fort auch. Jetzt gehen wir mal weiter. Also, ich schäme mich mittlerweile nicht mehr für meine, upsala, für meine Schandecke. So schaut es hier aus. Ja, messy, keine Ahnung, viel zu viel Zeug, keine Ahnung. Ja, hier steht eine kleine Vespa rum, hier steht eine Gasflasche rum, hier stehen Lampen rum, hier steht alles rum und der Werkstattumzug ist noch nicht verbracht, also erst zur Hälfte ungefähr und es wird sich aber alles noch ändern hier, ne? Die Regale, die dienen jetzt nicht dazu, um irgendwie, ich weiß nicht was, Materialien und Werkzeuge zu sammeln, das wird alles später noch in die Werkstatt dann eingeräumt. Auch das Gerüst und sowas, ne? Dafür will ich Halterung bauen, die ich dann hier unter der Decke schnalle. Das wird noch alles kommen. Dieser Raum hier, hier kommen Metallschränke hin, hier kommt noch eine Werkbank hin aus der alten Werkstatt. Deswegen, das Ganze wird sich noch ein bisschen ändern. In der Mitte kommt vielleicht noch mal ein Arbeitstisch. Genau. Und jetzt schauen wir mal uns die Halle an. Hier hat sich so ein bisschen was getan. Für diejenigen, die gut aufgepasst haben, Videos verfolgt haben, haben gesehen, dass ich letzte Woche ein Luftfilter installiert habe. Wenn du genau hinschaust, da oben ist er in schwarz. Und ja, es ist ein bisschen was passiert. Wir haben einen neuen Werktisch hier. Und das ist ein, den du hoch und runter fahren kannst. Den kennen bestimmt die einen oder anderen. Und Steffi hat eine Tapete bekommen. Mit einer Fußleiste. Ja, ich lasse erstmal euch ein bisschen das Ganze wirken. Ja, hier steht viel, viel Müll rum. Da ist eine zerlegte Palette. Hier, das waren die Werkbänke. Und die sind wirklich, die Pappe, das sieht oben nur so aus, aber es ist wirklich alles extrem klein geschnitten.
Das Ganze wiegt wirklich einiges. Das hier ist also quasi alles Müll, bis auf diesen Schreibtisch dort. Genau. Dann habe ich hier ein bisschen Werkzeug aus der alten Werkstatt. Ja, und hier ist so ein bisschen mein Werkzeug, meine Kappsäge, ein paar Lampen. Ja, ich versuche halt alles oder so viel wie möglich mitzunehmen, dass ihr so ein bisschen mitschauen könnt in den Videos, wie hier alles entsteht. Über die Werkbank wird es auch noch ein Video geben. Warum, weshalb ich mich jetzt für eine gekaufte Werkbank entschieden habe. Und hier könnt ihr auch schon sehen, meine Halter. Ah, können wir gleich drauf einspringen. So, kommen wir mal zur Werkbank nicht, zur French-Gliedwand. Und zwar habe ich meine Halter schon mitgenommen, ein bisschen entstaubt. Und dafür habe ich ja damals mal richtig, richtig viel Zeit und Energie investiert, mir sowas zu bauen. Und die werden natürlich hier auch wieder ihren Platz finden. Wäre natürlich schlimm, wenn nicht. Nur ich werde nicht die komplette Wand hier mit French Cleat zuknallen, denn das ist nämlich USB. Und da kann ich mal ganz schnell eine Schraube setzen und das Ganze abnehmen und wieder schrauben. Aber ich habe die alten French Cleat-Eisen mitgebracht und werde sie auch anbringen. So ist das nicht. Zum Thema Werkbank, da werden vielleicht einige weinen oder sagen, hey, das hat doch nichts mit Handwerken zu tun oder warum baust du das nicht selber? Wie gesagt, darüber gibt es dann nochmal ein extra Video, warum, weshalb ich das nicht dieses Mal selber gebaut habe. Ich kann euch einfach nur empfehlen, folgt uns einfach auf Instagram und TikTok vielleicht auch. Ist ganz lustig. Ich werde euch unten mal die Links setzen. Ich habe jetzt hier nochmal 4 Scherenlampen gesetzt und die sollen natürlich nicht dazu dienen, dass ich hier entspannt arbeiten kann und die Hauptlichteinnahmequelle weglassen kann. Nein, die sollen einfach nur für euch da sein. Für euch, was fürs Auge, damit wir es mal ein bisschen in Szene setzen, wenn wir, je nachdem, wenn wir jetzt hier was drehen oder so, ne? Und dann kann man im Hintergrund so schön die Werkzeuge sehen, so habe ich mir das gedacht. Und viele sagen ja, ich hatte einen Fehler gemacht. Viele hatten ja anfangs gesagt, oh Gott, das wird eine schwarze Grotte. Es wird ein schwarzes Loch, eklig und wie kannst du nur? Und ich hoffe, dass man jetzt ein bisschen erkennen kann, wo die Reise hingeht. Ja, wir haben zwar jetzt Werkbänke, die auch dunkel sind, die könnte man natürlich auch erst umlackieren, aber das ist so gewollt, ja. Die Arbeitsplatte ist im Buche hell, es gibt wirklich einen sehr, sehr schönen Kontrast und ja, das heißt, ja, worauf ich hinaus will, dieses Dunkle an der Wand, das fällt gar nicht mehr so auf, oder? Was meint ihr? Es spiegelt zwar so ein bisschen, aber das wird sich alles noch ändern. Ich bin noch ein bisschen überlegen, ob wir da was mit Beleuchtung machen, indirekte Beleuchtung. Und ihr merkt auch, wenn ihr mich anseht jetzt in dem Video, dann bin ich so ein bisschen dunkel. Ne? Das Licht kommt von oben, sind LED-Panels und ich bin so ein bisschen dunkel. Mein Gesicht ist nicht ausgestrahlt, das heißt, wir haben hier so einen Schatten. Ne? Und das wird sich natürlich auch nochmal ändern. Es werden dann, also Hauptdrehort ist dann hier oder hier. Und es werden dann nochmal Spots kommen, die habe ich auch da hinten liegen schon. 4 oder 6 Spots, die du dann einzeln steuern kannst, die dich dann frontal anleuchten. Das heißt, du hast hier ein richtiges, ja, es ist so, es war auch schon mein Traum so ein bisschen, ne? so ein Filmstudio. Und so ein bisschen rumexperimentieren mit Licht und dies und das. Ne? Das ist so mein Ziel und das wird sich auch nochmal ändern. Ne? Also die ersten Videos, wenn man jetzt die ersten Videos hier anschaut, es hat geschallt. Ne? Schallt vielleicht jetzt noch auch ein bisschen, aber es wird sich auch ändern, wenn die Wände sich so ein bisschen füllen mit Werkzeug. Hier ein paar Maschinentische reinkommen, ein paar Maschinen und so weiter und so fort. Kommt alles noch. Ne? Wenn du jetzt irgendwie Ideen hast, ne? Was ich mir unbedingt holen soll, worauf ich nicht verzichten soll, ob es eine Absauganlage ist, ob es eine Druckluftanlage ist, ich weiß es nicht. Gib mir Tipps, weil ich achte darauf nicht wirklich und ich habe, es kommt da manchmal irgendwie, wie der Zufall es so will, da schreibt mich jemand an und sagt, hey, mach doch das und das. Und dann denke ich mir so, hey, geile Idee oder wusste ich gar nicht von. Aber nutzt bitte hier YouTube, schreibt mir hier Kommentare, weil auf Instagram habe ich immer ein ganz schlechtes Gewissen, wenn ihr mir da Nachrichten schreibt. Ich kann die nicht beantworten, ich lese
die zwar, aber ich schaff's einfach nicht. Ne? Und wenn ich jetzt hier auf YouTube Fragen beantworte, nehme ich mir die Zeit, setze mich davor und dann gehe ich einfach runter, ne? Und schreibe auch mal das eine oder andere und auf Instagram, das ist einfach nur so nebenbei mit dem Handy. Ne? Genau. Oder wenn ich jetzt mal hier bin und was baue und was geil finde oder was cool, dann hole ich das Handy kurz raus und mache eine Story oder so. Ne? Genau. Das heißt, es wird sich ein bisschen ändern. Ne? Man wird mich dann von vorne sehen oder uns. Das wird sich noch ein bisschen anpassen. Dann seht ihr, ich bin im Hemd. Ich habe zwar noch ein T-Shirt drunter, aber ich sitze hier im Hemd. Und wir haben jetzt aktuell 13 Grad. Aber das stimmt nicht genau, weil ich habe hier ein Thermostat, beziehungsweise die Zentrale. Der Rücken ist dann auch nochmal im Video, ne? Ich habe das Ganze eingestellt. Ihr könnt es, glaube ich, jetzt nicht sehen. Auf 22 Grad Raumtemperatur. Wir haben jetzt aktuell 12,2. Und jetzt kommen wir. Da oben sind 1, 2, 3, 4 Infrarotplatten, die ich angebracht habe. Und wenn man sich jetzt direkt darunter stellt, merkt man auch die Wärme. Man hat da oben zwei Empfänger. Oh ja, hier ist es schön warm. Und die leuchten, ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt, die leuchten rot und grün. Das heißt, sie sind an und die powern auch wirklich. Können wir mal hochgehen. Eine Infrarotplatte hat 600 Watt. 900, Entschuldigung. Oh Gott, man merkt es hier richtig. War richtig schön warm. Und ich hoffe, ihr werdet jetzt nicht Zeuge vom Unfall. So, da sind sie. Die werden gesteuert über diese Anlage. Die Anlage da hinten, also der Empfänger, der läuft über Batterie. Das läuft hier über Strom. Und da hat mir auch ein Abonnent einen Tipp gegeben gehabt. Sebastian, achte darauf, dass du alle Platten nicht beispielsweise an eine Steckdose steckst. Weil eine Steckdose kann ja maximal bis 3600 Watt aufnehmen. Und danach fängt es auch an zu schmoren. Besser gesagt, die Sicherung fällt raus. Das kennt ihr bestimmt, wenn ihr schon mal mehrere Geräte angeschlossen habt. Und Backofen, Kühlschrank. Und auf einmal macht es Boom und die Sicherung ist draußen. Ne? Genau, danke nochmal für den Tipp. Ich habe es natürlich angepasst und habe das Ganze über mehrere Steckdosen laufen. Genau, so sieht das Ganze von oben aus. In schwarz matt, fällt nicht auf. Und wie gesagt, darüber gibt es dann auch nochmal ein Video. Ach, schön sieht das hier aus. So, und da habe ich gerade vergessen zu erzählen. Da, der schwarze Kasten, das ist mein Luftfilter, Luftreiniger. Darüber gibt es auch ein Video, das verlinke ich dir mal. Ich werde mal alle, also wenn du Neuling bist oder viele Videos verpasst hast, auch über diese Konstruktion hier, ne? Die ganze Balkenkonstruktion, die habe ich komplett auf den Boden gebaut und dann hochgezogen. Und darüber gibt es auch ein Video, ne? Ich werde dir mal alles unten verlinken, so über die Werkstatt, auch wie ich diese, wie ich diese Wände gezogen habe hier. Darüber gibt es auch ein Video und über die schöne Fototapete nicht. Die hat sich Steffi ausgesucht. Und über Studioline, wie gesagt, habe ich ja am Anfang des Videos schon erwähnt. Also das ist diese Holzpaneele hier, ne? Darüber gibt es dann auch nochmal ein Video. Genau. Dieser Apothekerschrank, der ist nicht neu, den habe ich vor ungefähr ein Jahr gekauft für 220 Euro, glaube ich. Den werden wir nochmal aufarbeiten. Also wir werden den jetzt nicht so lassen, weil ihr seht, die Fronten sind kaputt. Wir werden die Fronten, die kaputt sind, werden wir wahrscheinlich was anstückeln oder abschleifen und neu machen. Aber das glaube ich eher nicht. Ich denke, dass wir was anstückeln werden. Und die werden dann abgeschliffen, die Griffe werden auch abgebaut, die werden dann poliert. Hier kommen neue Schilder rein. Das Ganze ist Eiche, das soll auch wieder so bleiben. Wird wahrscheinlich ein bisschen heller dann werden. Und der Korpus seitlich, der ist wirklich sehr, sehr runtergekommen. Teilweise ist Furnier weggerissen, weggeplatzt, unten was weggebrochen, der Sockel ist kaputt. Das heißt, wir werden den ganzen Korpus eine Farbe geben, wahrscheinlich einen matten Ton und die Blenden, die Schubkastenblenden, die bleiben so, ne? Genau.
Da gibt es ja so einen schönen Kontrast, wenn das beispielsweise jetzt, ich weiß es nicht, einen Grauton bekommt oder so ein Mintgrün oder nee, Mintgrün nicht oder so ein Olivgrün, irgendwie sowas in der Art, ne? Genau. Freue ich mich schon drauf. Eigentlich wollte ich das machen, aber ich glaube, ich lasse das Steffi machen und begleite das so ein bisschen mit der Kamera dann. Ja. So, dann ist das hier ein Spülbecken für die Küche, hatte ich ja schon erwähnt gehabt, dass ich gerade dabei bin. Und hier ist das Besondere, darüber gibt es dann aber auch Videos. Ne? Es sind auch Videos für Leute, die gar nicht so großartig YouTube gucken, die einfach mal was googeln. Und da zeige ich unter anderem, wie ihr dieses Spülbecken hier einlassen könnt. Meistens sind die immer oben drauf, ne, gesetzt. Und dann gibt es immer so schöne Dreckskanten und das fällt halt hier weg. Ist natürlich bei Holz ein bisschen schwierig oder gefährlich, dass hier das Ganze ja aufquillt. Ne? Aber ich habe das wirklich sehr, sehr gut versiegelt. Ich bin mal gespannt, wie sich das so verhält über die Jahre. Da hinten der Ausschnitt, der ist für meine Gaskochplatte. Das wollte Steffi eigentlich gar nicht, aber ich habe es mich durchgesetzt. Ich finde das nämlich mega, mit Gas zu kochen. Hier irgendwie, also eigentlich ist es Spielerei, ne? Aber wenn man Kakao machen kann oder ich weiß es nicht, ne? Mal einen Spiegelei braten, keine Ahnung. Ich habe einfach Bock auf dieses Projekt und habe mir gedacht, komm, mach es einfach. Ne? Ja, und dann dieser Tisch hier, dieser Königstisch, Arbeitstisch, der ist wirklich geil, muss ich sagen. Der ist wirklich mächtig, gibt es natürlich kleiner. Das Ganze gibt es auch nochmal eine elektrische Ausführung. Das heißt, du hast hier das Ganze manuell. Ist von, ach, ich vergesse immer den Namen, beziehungsweise ich verdrehe immer diesen Namen. Maschinenbaubeck. Genau so ist es. Wenn ihr irgendwie Arbeitstische braucht oder Zubehörmaterialien, schaut mal vorbei. Da findet ihr wirklich einiges. Ja, und so sieht es jetzt aus in der Werkstatt. Es macht wirklich jetzt auch Spaß. Wie gesagt, es ist schön warm. Ja, hier steht noch ein Projekt von Steffi. Das ist ein alter Schreibtisch. Den wird sie dann auch fertig machen. Genau, und ich werde jetzt noch mal ein bisschen aufräumen und ich werde anfangen, meine Werkzeugwand zu bestücken. Ja, ich glaube, das werde ich machen, damit das so langsam losgeht. Und eine Frage an euch, Mr. Handwerk-Logo. Da hinten hat ein bisschen gelitten. Also die Buchstaben sind nur reingesetzt. Hat so ein bisschen gelitten. Das LED-Stripe-Panel, der LED-Stripe geht auch nicht mehr. Werde ich Neues reinsetzen. Und ja, ich brauche mal gleich eure Hilfe. Ich möchte mal wissen, wo wir es hinsetzen. Übrigens, danke. Das hat mir ein Zuschauer zukommen lassen. Es gibt eine Amazon-Wunschliste. Da habe ich, glaube ich, schon mal ganz oft erwähnt. Da stelle ich mal Sachen rein. Und du kannst die quasi drauf also wenn du angemeldet bist dort, kannst du das Ganze kaufen und das wird dann automatisch zu uns gesendet, so als Unterstützung. Denn so eine Werkstatt hier, ich möchte jetzt nicht jammern oder so, weil ich halt viele Sponsoren habe, die mich unterstützen. Trotzdem darf man sowas nicht unterschätzen, ob es Farbe ist, ob USB-Platten ist, ob es Schrauben sind, ob es irgendwie Ausgleichmasse ist. Ich habe keine Ahnung, es ist Kabel. Alleine, was ich an Kabelstrippen gekauft habe. Hier sind bestimmt jetzt 300 Meter Kabel drin in der Halle. Und ich bin noch gar nicht fertig. Also hier werden wirklich Kilometer Kabel gelegt. Und jeder weiß, so eine Kabelrolle liegt bei, keine Ahnung was, 30 Euro. Also es ist auch nochmal ein Vermögen. Ne? Genau. Also und dafür habe ich diese Liste, wenn ich euch jetzt irgendwie helfe. Beispielsweise, ihr habt mich gefunden, weil ihr... Ich habe keine Ahnung, ihr habt einen Werktisch gesucht. Ne? Ihr kennt ja meine multifunktionale Werkbank und ihr habt die dann nachgebaut. Oder ich habe euch irgendwie Tipps gegeben und ihr habt damit viel Geld gespart. Oder ihr mögt uns einfach und wollt uns einfach irgendwie was Gutes tun. Dann checkt mal die Liste und wenn es ein Kabel ist, wenn es eine Zange ist, egal was, wir freuen uns über alles. Ne? So, und jetzt wollte ich nochmal von dir wissen oder von euch, dieses Logo, wo sollen wir es anbringen? Es gibt einfach nur diese anthrazitfarbene Wand. Dass wir es dahin packen, das ist logisch, das würden wir nicht. Dahin auch nicht, da kommt noch was anderes hin. Wo würdest du das Logo hinsetzen? Ich möchte das mal von euch wissen. Und oder besser gesagt, wo die Kappsäge, die kommt ja wieder. Meine Kreissäge, Tischkreissäge, da kommt auch eine.
Standbohrmaschine ist auch da, die bleibt. Habe ich ein Vermögen damals bezahlt, ich glaube 1800 Euro oder so oder 1700. Und ich würde mal gerne wissen, wie du es einrichten willst. Ich sage dir jetzt mal ganz, ganz schnell, ich will euch nämlich nicht langweilen. Tischbohrmaschine kommt hier hin. Kappsäge kommt da hinten an die Wand. Säge kommt hier vorne hin mit Arbeitstisch. So. Das ist so meine grobe Vorstellung. Dann haben wir natürlich nochmal einen dicken Hobel. Der wird hier vorne platziert. Weil er macht viel Dreck, dass man mal fegen kann, das Ganze rauspusten kann, direkt am Tor. Der wird hier hingesetzt. So. Absauganlage ist noch ein großes Fragezeichen in meinem Kopf. Also vielleicht hast du Ideen, ne? Das Logo wäre wichtig, weil um dem Logo baut sich dann alles rum. Es sollte natürlich immer sehr, sehr gut sichtbar sein. Ja, vielleicht hast du da irgendwie eine Idee, ne? Genau. Ich werde jetzt Schluss machen. Ach so, diese Seite hier, hier wird auch einiges passieren. Da ist meine Idee, ich möchte einfach dieses Studio-Line soll sich einfach weiter fortführend hier weitergehen. Das heißt, hier wird eine Schiebetür eingebaut. Die wird aber nicht die gleiche Durchgangsbreite haben wie jetzt, sondern das wird halbiert. Weil wir einfach zu viel Platz verlieren, beziehungsweise Stellfläche. Wenn ich jetzt eine Schiebetür baue, anfangs war das so gedacht, dass wir eine bauen, die 2 Meter breit ist und dass du die einfach hier vorschieben kannst. Aber dann kann Steffi davor nichts mehr stellen oder anbringen. Und da verlierst du einfach viel zu viel Platz. Das heißt, wir werden eine Durchgangstür bauen oder eine Schiebetür, die man nach rechts hinschiebt. Und davor bauen wir auch noch mal was.